Hallo alle zusammen! Vor einiger Zeit hatte ich bereits ein Video gedreht über meine Bestellung bei schnullireich.de. Falls ihr diese Seite noch nicht kennt, das ist eine Seite, wo man sich ganz individuell viele Sachen mit seinen persönlichen Babynamen drucken lassen kann, wie Schnuller und Schnullerketten, Bodies, Krabbelschuhe. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich werde euch die Seite unten in die Infobox setzen. Ja, und in diesem Video möchte ich euch weitere Produkte dieser Seite vorstellen, die mir freundlicherweise zugeschickt worden sind. Links zu allen Produkten sowie mein altes Video werde ich euch auch unten in die Infobox setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Als erstes möchte ich euch diese Schnullerkette zeigen. Ich werde sie euch jetzt einmal kurz in Nahaufnahme einblenden. Zu der letzten Schnullerkette, die ich bei Schnullireich bestellt hatte, das ist diese hier, finde ich bei der hier ganz schön, dass erstmal hier auf diesem Holzverschluss das Schnullireich-Logo drauf ist. Dann ist die Kette nicht so ganz leer wie bei der hier. Und was ich auch noch ganz schön finde, ist, dass dieses Band, wo alles drauf aufgezogen ist, in Grau ist. Das macht auf jeden Fall ein bisschen mehr her. Dazu ist dann passend dieses Bärchen da dran, auch mit den grauen Ohren. Und der Körper ist in so einer Perle eingehäkelt. Auf der Beschreibung steht drauf, dass man diese Kette nicht auskochen kann. Deswegen muss ich mal gucken, wie man dann diesen Stoff hier reinigt, falls da irgendwie mal ein bisschen Brei oder irgendwas drauf kommt. Die Kleinen nehmen das ja auch gern mal in den Mund und schlabbern drauf rum. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Ja, ansonsten dann wieder ganz schön hier die Perlen drauf aufgezogen. Hier zwischen ein paar dünne Perlen, denn so wie ich erfahren habe, sind alle Schnullerketten hier in Deutschland DIN-genormt. Das heißt, die dürfen nicht länger als 22 cm sein, denn sonst könnten sich die Kleinen strangulieren. Und ja, Schnullireich hält sich wohl ganz strikt daran. Und am Ende hier ist dann wieder dieser Kronenverschluss, den man durch den Schnuller macht. Ich zeige euch das noch einmal. Das wird hier so durchgemacht und dann über die eine Schnur über die Krone gezogen. Dieser Verschluss funktioniert auch etwas besser als bei der letzten Schnullerkette. Da war das ja ein bisschen zu lang und hat nicht richtig eingerastet. Was ich auch toll finde, ist, dass dieser Kronenverschluss jetzt passend zu der Kette ist und in Rosa. Ja, mir ist aufgefallen, dass der Bügel zwischendurch immer wieder so dolle absteht. Das liegt wahrscheinlich an dieser Perle hier hinter, die könnte noch ein bisschen kleiner sein, aber das sind alles nur Kleinigkeiten und ansonsten ist die Kette wirklich gelungen und wirklich sehr schön. Und dann kommen wir auch schon zu der nächsten Sache und zwar dem Schnuller. Ich blende euch ihn auch einmal kurz in Nahaufnahme ein. So, dieser Schnuller ist wieder von Nook in der Größe 6 bis 18 Monaten aus Silikon. Man kann sich dort individuell die Schnullermarke aussuchen, das Material, die Schnullergröße. Es gibt auch verschiedene Motive, die man sich auswählen kann, die man mit dem Namen auf den Schnuller kombinieren kann. Oder wenn man einen Doppelnamen hat, wie meine Tochter zum Beispiel, kann man sich auch nur den Doppelnamen draufdrucken lassen. Die Schnuller gibt es dann in verschiedenen Farben. Sie kann man auf jeden Fall auch auskochen, da passiert überhaupt nichts mit der Schrift. Und was ich auch noch eine ganz nette Idee finde, ist, dass man sich dann zu der Schnullerkette wie auch zu dem Schnuller das passende Geschenkesäckchen auswählen kann. Da gibt es dann eine Option, die kann man dann anklicken und dann bekommt man noch so ein süßes Säckchen mitgeliefert, welches sich dann auch sehr schön verschenken lässt. Außerdem sind bei der Schnullerkette die Teile wirklich sehr schön fest gearbeitet, die Ohren, also hier kann wirklich nichts abbrechen. Also ich habe bei dieser Kette wirklich keine Angst, dass meine Kleine irgendwas verschlucken könnte. Als nächstes möchte ich euch jetzt noch diesen Body zeigen. Hier steht drauf, kleiner Sonnenschein Tamea.
Die Schrift ist wirklich in den Stoff reingedruckt. Ich weiß jetzt leider nicht, wie diese Drucktechnik heißt. Aber es gibt ja so Drucke, die auf den Stoff draufgedruckt sind. Und wenn man dann zieht, fängt das ganz schnell an zu reißen. Also hier ist das wirklich so, man kann hier wirklich ziehen und die Schrift bleibt so, wie sie ist. Ganz toll gemacht. Und die Nähte, die sind alle gut verarbeitet. Und was es auch noch wirklich super ist, das ist 100% natürliche Baumwolle aus Afrika, Fairtrade gehandelt. Hier ist auch das Ökotex-Logo drauf. Ökotex ist ein unabhängiges Unternehmen, was die Kleidung auf ihre Inhalte von Schadstoffen prüft. Das heißt, bei diesem Body braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Der ist wirklich schadstofffrei und geprüft, Fairtrade gehandelt. Die Baumwolle fühlt sich sehr flauschig an. Es ist nicht zu dünn und nicht zu dick. Jetzt bei dem ganz heißen Wetter wird er wahrscheinlich ein bisschen zu warm sein, aber so für die normaleren Tage ist dieser Body gut geeignet. Die Nähte sind alle wirklich gut vernäht. Und was ich auch geprüft habe, sind diese Knöpfe hier. So. Bei manchen Bodies ist mir das aufgefallen, dass die Knöpfe wirklich viel zu feste sind und wenn man dann öfters mal auf und zu macht, reißt der Body aus. Das ist hier nicht der Fall. Die Knöpfe, die halten wirklich gut zusammen, aber lassen sich auch nicht zu schwer öffnen, sodass ihr auch wirklich lange Spaß an dem Body habt. Ja, wirklich ein schönes Teil. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es noch mehr Videos. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Instagram-Profil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sommertag. Bis dann. Tschüss.